Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder als SEK auf Naturpharmakultur unterwegs, wieder mal in der G-Klasse und wir haben schon die ersten Einsätze bekommen. Ich würde sagen, let's go. Ja, wir fahren mal zum Juwelier, denn da wird geschossen. Ich würde sagen, let's go. Bin jetzt vor Ort angekommen. Scheint hier links zu sein. Da ist gerade ein Lambo lang gefahren. Dankeschön, Sunny. Jedoch scheint hier nichts mehr los zu sein weiter. Dann fahren wir mal dem Lambo hinterher. Mal gucken, wer das war. Vorher tanken wir jedoch noch einmal. Hier ist ein weißer Lambo gerade gespawnt. Wir müssen mal gucken, ob wir das Kennzeichen erkennen können. HH00 ist wanted. Perfekt. Stellen wir uns hier mal hin. Dann würde ich sagen, die Verfolgung beginnt. Ist natürlich deutlich schneller, weil unser Fahrzeug auch nicht ganz heile ist. Fährt jetzt im Kreis. Ist natürlich schlecht. Der Juwelier wird überfallen und ist ein Officer down. Hier auch bei der Aris. Er ist auf jeden Fall wanted wegen Assault with Firearm. Das heißt, er hat auf irgendwen geschossen. Oh, der Juwelier wird überfallen. Hätten wir auch anhalten können. Wir fahren jetzt dem Lambo hinterher. Nein, wir sind stuck. Nee, doch nicht. Alles gut. Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Ja, ich weiß leider nicht, wo er hin ist. Er kann auch im Kreis gefahren sein. Ja, ich glaube, er ist weg. Schade. Ist auf jeden Fall ärgerlich. Der Juwelier wird noch mehr überfallen. Okay, es sind keine Polizisten dahin gefahren dann anscheinend. Stehen auch viele Fahrzeuge da. Ich mach mal das Blaulicht nicht an. Sehr viele Leute da. Wir müssen aufpassen, dass da niemand schießt. Wer ist denn hier alles wanted? Der ist auf jeden Fall wanted. Haben ihn aber nicht getasert. Ja, wir brauchen hier eigentlich mal Backup. Hier sind so viele Leute, das schaffen wir nicht. Stopsticks platzieren wir aber mal. Okay, einer ist gelieft. Dann können wir wieder rein, denn da ist noch einer drin. Und zwar der hier, der wird dann mal festgenommen. Der andere weiß nicht, ob der wanted ist. Ich denke mal. Vielleicht kann sich der Kollege dann mal drum kümmern. Nee, da kommen wir nicht hinterher. Ab ins Fahrzeug. Damit mal mit Vollgas hinterher. Ich weiß nicht, ob er wanted ist. Ich hoffe es. Wir haben noch einen Täter an Bord. Es ist auch einer down. Auch bei der Aris. Okay, dann fahren wir da gleich hin, weil ich weiß nicht, ob der wanted ist. Noch einer down, auch bei der Aris. Wir fahren zur Aris. Noch einer down, auch bei der Aris. Okay, wir sind gleich da. Unser Fahrzeug ist zwar ziemlich kaputt, aber wir müssen hier jetzt mal regeln als SEK. Irgendwer schießt hier auf jeden Fall wie verrückt. Wir nehmen mal das G36 und gucken, wer. Der auf jeden Fall. Oh, mehrere. Sehr viele auf jeden Fall. Wir bräuchten hier mal Backup. Hab ihn nicht mit der Sniper getroffen. Hier sind so viele bewaffnet. Im Auto trifft er mich jetzt. Hab ihn getasert. Hab einen. Der ist down. Den hatte ich getasert. Jetzt ist er down. Da hinten läuft ein SEK-Beamter. Einer war hier noch, wenn ich mich richtig erinnere. Schüsse, Schüsse, Schüsse von da hinten. Schüsse von da hinten. Ich weiß nicht worauf. Lambo, 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 Lambo. Ich habe einen Sniper. Dann kriegen wir ihn mit der Sniper hoffentlich. Er schießt auf mich, glaube ich. Hab ihn im Fahrzeug getroffen einmal. Mein Sniper ist leer. Warum ist mein Sniper leer? Schade. Hab ihn im Fahrzeug nochmal getroffen. Jetzt ist er da ganz hinten. Jetzt müssen wir einmal die Sniper nachladen. Vielleicht kriegen wir ihn dann noch. Die G-Klasse steht da natürlich ärgerlich. Aber er fährt nach da ganz hinten weg. Ich grüße einmal Foxy Liu. Genau. Gut, der Täter in unserem Auto ist jetzt gelieft. Ich kann es ihm nicht verübeln. Beim Gefängnis wird jedoch eine Vending-Maschine überfallen. Können wir ja mal trotzdem in die Nähe immerhin anfahren, ob da irgendwer ist. Okay, hier sind ein paar Leute vor Ort. Er scheint nicht wanted zu sein. Der Two-Shop wird überfallen, da fahren wir jetzt nicht hin. Wir haben das Kennzeichen HH14, ist nicht wanted. Eine Vending-Maschine wird überfallen. Okay, direkt hinter uns, perfekt. Das hat der Audi A8 super gemacht. Ich hätte nicht den Namen eingeben sollen, sondern direkt ausrücken sollen. Wir setzen uns jetzt nicht vor ihn. Er dreht um. Ich habe noch keine Ahnung, was er genau jetzt vorhat. Hat uns jetzt ein bisschen ausgetrickst. Wir nehmen trotzdem die Verfolgung auf. Versucht jetzt hier irgendwie irgendwelche Sachen. Da ist jetzt ein BMW, der nimmt die Verfolgung hoffentlich auf. Ja, zum Glück. Das ist gut. Jetzt haben wir auch eine High-Speed-Unit. Wobei unser Fahrzeug ja auch nicht so langsam ist an sich. Sind verunfallt, schade. Wir bräuchten hier mal Backup. BMW, sorry, BMW. Sind weiter hinter ihm her. Habe jetzt nochmal die Position durchgegeben. Sind weiter hinter ihm her. Ich weiß nicht, wie lange er noch wanted ist. Ich denke mal nicht so lange. Aua. Ist wieder verunfallt. Jetzt ist unsere Chance, vielleicht Stopsticks zu platzieren. Stopsticks sind platziert. Oh. Er fährt jedoch nicht drüber. Hat sich jetzt festgefahren unter Umständen. Ein Reifen ist platt. Alle Reifen sind platt. Ich muss zu meinem Fahrzeug. Ich muss zu meinem Fahrzeug.
Auf jeden Fall ist er jetzt wieder länger wanted, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir brauchen jetzt mal Leute, weil hier sind genug eigentlich, die Backup leisten können. Ich schätze, er ist nach links weggefahren. Ich weiß es jedoch nicht. Oder er ist gelieft. Ich glaube, er ist gelieft, ne? Weil hier sehe ich ihn jetzt erstmal so nicht. Es ist ein Police Officer down. Hinten beim Krankenhaus fahren wir hin. Notarzt blockiert uns. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg zu Faye. Jedoch hat er uns der Notarzt gerade dreimal blockiert. Ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich. Sind vor Ort eingetroffen. Da liegt Faye auf dem Boden. Wir sind die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Ich frage mal von wo. Wir bleiben erstmal im Fahrzeug aus Sicherheitsgründen. Ich weiß nicht. Auf dem Dach schätze ich jetzt erstmal nicht. Der Fahrer ist weg. Okay. Police Officer down. Okay, hinten beim Bahnübergang. Ne, bei der Aris. Okay, wir fahren hin. Ich grüße einmal der Loste. So, wir müssen los. Da ist auch schon ein RTW vor Ort. Sehe kein Täter. Es wird Backup angefordert. Weißer Lambo. Der Juwelier wird überfallen. Okay, das hat jetzt erstmal nichts mit uns zu tun. Der weiße Lambo. Vorhin war ja auch ein weißer Lambo, der geschossen hat. Ich weiß nicht, ob das noch der ist. Jetzt wird eine Vending-Maschine überfallen. Okay, das ist jetzt relativ egal. Hinten beim Hafen, da kommen wir nicht hin. Und ich grüße 61 Pando. Die Gessengull wird überfallen. Da können wir auf jeden Fall hinfahren. Zwar eine relativ lange Anfahrt. Der Juwel wurde überfallen. Okay. Ich glaube, das ist noch der Alarm von vorhin. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil es keiner reingekommen. Gessengull ist ein silberner Lambo vor Ort. Hat Einschusslöcher, glaube ich, eben sogar gehabt. Stopsticks. Ja, ich habe kurz bevor ich umgenockt wurde, einen Stopstick platzieren können. Läuft zu Fuß. Shots fired. Ist down, okay. So wurde getasert und jetzt auch festgenommen. Perfekt. Läuft zu Fuß. Shots fired. Ist down, okay. Der Juwelier wird überfallen. Ups, jetzt ist ein ADAC in uns reingefahren. Der wollte uns gerade überholen. Wir machen Blaulicht an und let's go. Ein Polizeiwagen vor Ort. Kein flüchtiges Fahrzeug. Da ist einer drin. Ist das ein Fluchtfahrzeug? Ja, natürlich. Ja, okay. Ein Mercedes macht Feld-AP. Graue E-Klasse, beziehungsweise silberne. Ich hätte sehr gefühlt, wenn wir ihn noch bekommen hätten. Wir müssen mal nach seinem Kennzeichen gucken. Das freut einen natürlich sehr, sowas zu sehen. Leute, die Feld-AP machen. Aber egal, hab eine kleine Idee. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ich hoffe es mal. Und zwar fahren wir zum Juwelier und vercampen uns da ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir nicht gesehen werden. Es wird Backup angefordert. Okay, hinten meinem zweiten Kreisel fahren wir jetzt erstmal nicht an. Haben ja noch andere Kollegen, die das machen können. Okay, da fährt ein Touran. Okay. Das könnte natürlich auch der von eben sein, weil vielleicht hat er sein Fahrzeug geändert. Ich war kurz AFK und in der Zeit wurde der Juwel überfallen. Das ist doch eine schöne Sache. Hier steht jetzt einer. Der war es jedoch nicht, der war es nicht. Das ist doch perfekt. Ich war kurz AFK und dann eine sehr schöne Sache, egal. Der schlägt da jetzt gegen, macht es jedoch nicht kaputt. Er hat den Polizisten geschlagen. Taser ihn mal aus dem Fahrzeug, habe ihn aus dem Fahrzeug getasert, perfekt. Nehm ihn fest und let's go. Dann wird der Täter mal weggebracht. Und ja, ich bin der Echte, perfekt. Festnehmen, 30 XP, hätte doch nicht mit mehr gerechnet. Hat ja nur einen geschlagen und let's go, weiter geht's. Also da ist einer, der wanted war, also zumindest war der eben wanted. Ja, ist auch wanted. Habe ihn getasert. Keine Ahnung, was seine Mission jetzt war. Wird festgenommen. Katsching. Perfekt. So, hier hat sich jetzt erstmal für uns alles erledigt. Dann würde ich sagen, es geht weiter auf Streife. Okay, hier ist der von ihm wieder. Schüsse. Er hat uns zwar jetzt geschlagen, aber das ist egal. Und zwar, ich habe Schüsse gehört und beim Juve wurde jetzt auch Backup angefordert. Das heißt, es kann gut sein, dass da jetzt Schüsse waren. Wir fahren hin. Okay, hier ist nichts los, aber irgendwo habe ich gerade Schüsse gehört, auf jeden Fall. Hätte er dann sein können, dass es zusammengehört hat. Okay, der braune Tesla wurde anscheinend jetzt festgenommen. Schon wieder Schüsse. Ja, Police Officer ist auch down. Da hinten jetzt beim Gefängnis, da sind wir direkt vor Ort. Ich wusste doch, ich habe Schüsse gehört.
Ich sehe nicht, ob jemand wanted ist, flüchtig ist. Dahinter steht auf jeden Fall ein Tesla. Der könnte es sein. HH37. Ja, Assault with Firearm ist es. Juve wird auch überfallen, aber das ist nicht so wichtig wie der Tesla. Ich glaube, einer unserer Kollegen ist trotzdem ausgestiegen. Jedoch, der hier hat auf unsere Kollegen geschossen. Ist David King, soweit ich weiß. Okay, da jetzt irgendwas zu machen. Wobei wir hätten vorfahren können und den ausbremsen können. Mal gucken, wir dürfen uns jetzt einfach nicht festfahren. Haben wir zum Glück nicht getan, weiter hinter ihm her. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Ja, er ist runtergefallen, er ist runtergefallen. Wir brauchen hier jetzt mal Backup. Unser Fahrzeug ist auch kurz vor. Oh, ich habe Falldamage bekommen. Er ist da hinten. Okay, ich gehe wieder nach oben. Nee, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Wir haben ja Schussfreigabe. Was mache ich? Ich hätte ja einfach auf ihn schießen können. Ah, da ist er. Wir müssen aufs Auto. Ist gelieft. Das ist ja mal wieder eine ganz tolle Sache. Ich habe halt nicht so weit gedacht, dass ich Schusserlaubnis hatte. Ich hätte das ganz einfach regeln können. Und jetzt komme ich hier nicht hoch. Jetzt aber. Es ist ein weiterer Police Officer down. Turbo. Okay, beim Juwelier fahren wir hin. Da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Schüsse, Schüsse. Wir haben Schussfreigabe, er hat auf uns geschossen. Habe ihn ein paar Mal getroffen. Verfolgung aufnehmen, Verfolgung aufnehmen. Weiß nicht genau, wo er hin ist. Ich glaube, er ist einfach weg. Ich glaube, er ist gelieft, ehrlich gesagt. Ich muss da mal gucken. Nee, ist noch da. Dann haben wir ihn verloren. Ist er im Wasser, ins Wasser gefahren? Ich glaube nicht. Oder er ist auf der anderen Seite gewesen. Ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Er ist doch da hinten. Okay, wir drehen wieder um. Dann fahren wir wieder nach hinten. Ich denke mal, er ist nochmal gelieft. Und, nee, wir fahren zum Juve. Okay, beim Juve ist noch einer down. Bevor der jetzt ganze Zeit wieder lieft, fahren wir zum Juve. Ganze Zeit hin und her. Oh, die Schranken gehen gleich runter. So, wir sind vor Ort angekommen. Hier läuft einer weg. Ist er wanted? Ich glaube nicht. Wir nehmen mal die Waffe in die Hand. Da hinten ist ein Polizist. Tesla fährt weg. Okay, ich habe illegal Firearm Usage bekommen. Ist er wanted? Wir gucken mal. Nee, ist nicht wanted. Perfekt. Hier ist ein Lambo. Fährt hier lang. Ich verstecke mich hier mal und platziere dann Stopsticks. Ja, ist sogar wanted. Perfekt. Er hat Rüstung an. Ist unter Umständen wanted. Haben wir Schussfreigabe unter Umständen. Läuft jetzt weg. Hat nur Red Bull. Wir hätten umdrehen sollen. Benutzt den jetzt. Okay, unsere Kollegen auch. Ich gucke einmal Dark Shadow. Haben wir Schussfreigabe? Der hat eine Waffe auf jeden Fall. Aber wir haben noch keine Schussfreigabe, glaube ich. Ist der Nachteil? Nein, da fährt ein Lambo-Abholung. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, wir werden geschlagen. Wir werden geschlagen. Das ist schlecht. Hilfe, wir werden noch mehr geschlagen. Dann hole ich den Schlagstock. Der holt sich irgendwas. Der holt sich irgendwas. Vielleicht ist er bewaffnet. Müssen wir gucken. Tasert ihn mal. Okay, das war gerade verwirrend, weil er war da so am Dealer. Vielleicht hat er sich ja was gekauft hinsichtlich Waffe. Hat er aber anscheinend nicht. Okay, da ist er, da ist er, da ist er. Er ist bewaffnet. Shot zweit, wir brauchen Backup. Hab ihn ein paar Mal getroffen. Hab ihn noch ein paar Mal getroffen. Hinterher, hinterher, hinterher. Ist jetzt schon wieder gelieft. Ja, ist leider wieder gelieft. Ist natürlich äußerst ärgerlich. Da ist er wieder, da ist er wieder. Wenn er eine Waffe zieht, haben wir Beschusserlaubnis. Hat er bis jetzt jedoch nicht getan. Jetzt hat er es getan, hab ihn einmal getroffen. Hab ihn nochmal getroffen, er ist down und wird jetzt leaven, genau. Und jetzt wird er auch nochmal joinen. Natürlich wird er nochmal joinen. Wir müssen weiter hinter dem Tesla hinterher. Hier sind so viele Leute, die eigentlich alle auf den Tesla mitgehen sollten. Zumindest laut meinen Prognosen wäre das die schlauste Möglichkeit. Wir haben noch keine Schussfreigabe, leider. Der ist jetzt schon zum fünften Mal gelieft und wieder gejoint. Das ist natürlich ärgerlich. Ui. Da ist er aber mit Schmackes rüber, wir aber auch. Fährt jetzt im Kreis. Fährt noch mehr im Kreis. Fährt noch mehr im Kreis. Fährt jetzt gegen eine Laterne. Fährt Offroad. Da haben wir natürlich einen Vorteil mit der G-Klasse, wobei der Tesla auch sehr gut Offroad fahren kann. So, ist verunfallt. Stopsticks ist eine Möglichkeit. Sind platziert. Platte Reifen hat er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele. Sein Wagen scheint kaputt zu sein. Er will anscheinend ins Wasser. Hab ihn getasert und jetzt hoffentlich auch festgenommen. Ja, zum Glück. Und ist gelieft. Perfekt. Kannst wieder einsteigen. Und ich grüße natürlich auch noch einmal Leo. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen, ciao, ciao.